Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Part. Ja, ganz offensichtlich ein neuer Part. Nach dem letzten Part habe ich eine kleine, nach den letzten Aufnahmen habe ich eine kleine Aufnahmepause gemacht. Die letzten beiden Parts waren ein wenig, ja, die waren in einem Zug aufgenommen. Ja, man bemerkt's. Gut, Levelaufstieg. Oha, das ist was Neues. Level 6, nicht schlecht, mein Level ist gestiegen. Der Molly geht sich heilen. Ist klar. So, die Treppe. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, da haben wir es. Da ist das Ziel. Die Nachrichten in der rechten unteren Ecke des Bildschirms geben die Auskunft über die neuen Ereignisse im Dungeon. Um ältere Nachrichten zu lesen, öffne X das Menü und wähle Sonstiges, gefolgt von Textprotokoll. Ja, irgendwie so. Auf dieser Ebene wartete Wumpel. Auf das Item Großer Apfel. Wir können ihm ja jetzt eins schenken. Das ist, wir haben ja gerade ein dabei, oder? Wumpel wartet auf das Item Großer Apfel. Hier, hast du. Wir finden bestimmt noch einen. Auftrag abgeschlossen. Das war's jetzt. Aha. Vielen Dank. Zwingi hält den Ritterorden hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt das Wumpel. Beam mich hoch, Scotty. Wumpel hat den Dungeon verlassen. Möchtest du den Dungeon jetzt auch verlassen? Jo. Dungeon wurde verlassen. Zwingi hat alle Aufträge im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Großartig. Vielen Dank dafür, dass du mir das Item Großer Apfel vorbeigebracht hast. Hier bitte deine Belohnung. Großer Apfel. Nee, perfekter Apfel. Ist klar. Ja. Logisch. Du hast das Item in Kangama-Lager geschickt. Ich denke, das reicht für heute. Lasst uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen. So, weiter geht's. Mit einer nächsten Mission. Guten Morgen, Zwergi. Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Oh, da passiert was. Was passiert denn hier? Ein Loch. Ein Loch da. Und noch eins hier. Alle guten Dinge sind drei. Ah, gibt's was Schöneres als Tunnel zu graben? Na nun, wo bin ich denn hier? Was hat das zu bedeuten? Der lief, das tut mir echt leid. Ich bin ein Dickter, der lief, aber was schief. Ich habe vor der Pilipa-Post vergnügt meine Tunnel gegraben. Und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet. Entschuldigung, dass ich euch den Garten so verwüstet habe, das wollte ich nicht. Halt zur Welt, von Verwüstung würde ich hier ja noch nicht sprechen. Heißt das, ihr seid deswegen nicht böse? Ja, übertreib es halt nicht mit der Buddelei. Nicht jeder sieht das so locker wie wir. Claro, das sehe ich ein, vielen Dank. Aber wo der Tunnel schon mal da ist, könnt ihr gerne benutzen. So, ich mache mich dann auf den Weg. Ich werde meine Tunnel auch weiterhin zuschütten, wenn ich daran denke. Also, man sieht sich. Man sieht sich. Jo, da kommt der Pilipa. Der Post für uns. Neue Aufträge oder was? Großartig. Oh, ja. Eine kleine Abkürzung. Der Pilipa Post. Na, das ist sehr großartig. Müssen wir nicht durch die ganze Stadt wieder. Ritterteam einmal eins und auf ins Makuhita Dojo. Aha, zwei Intensivtickets. Dann müssen wir es wohl demnächst mal ausprobieren. Müssen wir mal demnächst mal ins Makuhita Dojo.
Aber erstmal will ich jetzt hier die Ausstehenden. Nein, wir müssen erstmal die Aufträge annehmen. Das ist doch Blödsinn hier. Können wir hier irgendwo fliehen? Können wir hier aus den Attackeneinstellung Boden? Angenommene Aufträge, können wir doch hier. Du hast keine Aufträge angenommen, das ist doch bescheuert. Können wir hier irgendwie. Schwitz, schwitz. Taktik wählen. Müssen wir jetzt das Dungeon hier bestehen oder was? Aufgeben. Ja. Verliere Geld oder Items. Alles Geld und alle Items oder? Zwingli hat das Abenteuer im Dungeon abgebrochen. Du hast Items und Geld verloren. Das war ja nicht so geil. Punkt. Träume ich etwa schon wieder? Das ist. Da ist wieder diese Person. Nanü. Versucht da etwa jemand mit mir zu sprechen? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Huch, alles wackelt auf einmal. Ist das etwa ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber ziemlich realistisch an. Punkt. Am nächsten Morgen. Hallo? Kannst du mich hören? Du bist Zwergi, nicht wahr? Wer spricht da? Ja. Oh, du kannst mich ja nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Diktri. Während des Erdbebens letzter Nacht ist etwas ganz Fürchterliches geschehen. Mein Sohn Dikta wurde angegriffen. Was? Dikta? Das war doch der hier den Tunnel gebaut hat, unsere schöne Abkürzung. Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Leider komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Zwergi. Dikta wurde von einem Pokémon namens Panzer Aeron entführt. Einem üblen und durchtriebenen Schuft. Du musst vorsichtig sein. Ich zähle auf dich. So, jetzt muss ich aber los. Schwitz. Das ging so schnell. Ich konnte überhaupt nicht Nein sagen. Andererseits lässt mich das Schicksal von Dick da auch nicht kalt. Da habe ich wohl keine Wahl. Na dann mal los. Tja, sieht so aus, als hätten wir was Dringenderes zu erledigen, als die Aufträge in der Donnerhellhöhle. Was? Ja, man hat dich gebeten, einen Rettungsauftrag zu übernehmen. So ist es. Der schon wieder. Mein Sohn Dikta wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte helft meinem Kind. Auf Wiedersehen. Und so schnell wie er kam, ist er auch wieder weg. Da fällt mir ein, Dikta ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gegraben hat, oder? Und der Kleine soll entführt worden sein. Da müssen wir doch helfen. Aber unbedingt. Schon auf dem Weg. Stahlberg. Okay, na dann. Die Missionen in der Donnerhellhöhle müssen erstmal warten. Das ist er also, der Stahlberg. Der wurde zum Gipfel gebracht. Ganz genau. Der Gipfel befindet sich auf Ebene E9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Der ist aber rasch unterwegs. Okay, dann mal los. Stahlberg E1. Okay, bisher waren es, glaube ich, U1 und U2, also Untergeschosse. Wenn ich mich nicht komplett irre.
Oh, wen haben wir da? Ein Pupanx. Was besitzt keine Items? Wie war was die wie? Neues Level. Molly hat ein neues Level. Level 6. Da muss ich aber gerade mal gucken. Sammelbox. Du besitzt keine Items. Was? Haben wir alles verloren. Ja, jetzt geht's hoch. Bisher waren es Untergeschosse. Jetzt haben wir hier das E. Wo haust du denn ab, Modi? Was ist mit dir los? Aber sonst geht's dir gut, Modi, oder? Ja. Alles klar. Der hat sich gerade ziemlich gedreht. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, der war ein bisschen besoffen. Wenn ich nicht besser wüsste und wüsste, dass Pokémon nicht besoffen sein können. Oh wei, Molly, halte durch. Ich komme dir zu Hilfe. Oh, okay, er lebt noch. Und durchs Rennen hält man sich da. Okay, weiter hoch. Auf E9 ist es. Da ist noch ein bisschen Weg vor uns. Molly, kommst du mit? So. Hier einmal ganz durch. Hier ein paar Items einsammeln. Ich versuche mal den Weg hier. Ich mal ein bisschen was abdecken. Ja, von daher kamen wir. Ja, hier drüben auf der anderen Seite. Auf der anderen Side of Life. Oh wei, hier eine ganze Masse an Pokémon. Naja, zwei hintereinander sind noch keine Masse. Okay. Oh, wir können sogar so weit hier. Ein paar Felder weiter schießen. Sehr gut. Ist der Modi erledigt. Okay, hier nicht. Jetzt haben wir hier gleich die ganze Map durchsucht. Der Molly kommt nicht hinterher, oder was? Ich glaube, ich brauche mal wieder Nahrung. Sieht zumindest aus, als ob das hier langsam hungrig wird, mein Pokémon. Ah, hier haben wir die Treppe. Sehr gut. Scanner wird dir nichts bringen. Konfusion. Aber für was? Na komm. So schnell lässt sich das doch wohl nicht besiegen. Alles klar. Na komm, Modi, flieh. Lass dich nicht so leicht besiegen. Oh Mann. Jetzt so schnell nach oben. Ah, fuck. Lebersamen. Jo, dringend nötig. Weitergehen. Oha. Das war unser erstes K.O., ja? Das war es. Okay, wir haben keinen Apfel. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht verhungern. Das wird schon kritisch hier. Das ist jetzt hier nicht mehr das leichteste Dungeon. Das ist schon ein bisschen anspruchsvolleres Level. Wir haben ein bisschen Geld. Das können wir gebrauchen. Ja. Das Pokémon schläft und kann nicht handeln. Manchmal wacht es auf und Schaden nimmt. Eine Weile wird der Zustand aufgehoben. Na, sehr gut. Na komm. Schlafen können wir also auch. Jetzt muss man meine anderen Attacken benutzen. Ja. Funkenflug ist auch gleich alle. Ja, gut. Davon wird es nicht besser. So, mal hier. Dort lang. Ach, jetzt penne ich schon wieder. Es ist doch. Da unten am Pennen, die Zwergi. Mal wieder typisch. So, das wollte ich hier mal. Drachenwut. Ach doch nicht, hier gegen die Wand. Was machst du denn? Verfehlt. Gibt's doch nicht. Füllt den Magen, okay. Das sehe ich gerade kritisch.
Durchs Rennen füllt sich das wieder auf. Ah, Schied, Kleinstein. Noch mehr Gegner. Hui, E5 Ernst. Na, holla. Damit können wir zumindest erstmal den Magen füllen. Nicht? Naja, das hat nicht viel gemacht. Na, holla. Ich werde hier gleich verhungern. Das ist schlecht. Ah. Ich wurde besiegt. Sind wir jetzt Game Over oder was? Oder macht jetzt Molly alleine weiter? Wie sieht das jetzt aus? Ja. Ah, okay. Molly macht alleine weiter. Okay. Nicht der Molly. Nach Möglichkeit nicht. Wenn's geht. Versuch zu überleben. Versuch nicht zu sterben. Schaffen wir es vielleicht noch. E6. Fast am Ziel. Oha, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Ein bisschen Geld. Kann ich hier mitnehmen? Kein Geld. So, welche Attacken hat denn der Molly? Fremd. So, Durchbruch. Sehr gut. Flieh, du Narr. Oh, Kacke. Zwei auf einmal. Das sehe ich kritisch. So, Durchbruch. Ja, das konnte ja nur schief gehen. Oh Mann. Jemand um Hilfe bitten? Ja, wer soll das denn tun? Freundesrettung. Oh, sieht so aus, als wärst du in einem Dungeon K.O. gegangen. Wähle in so einem Fall Hilfe anfordern, um mein Team zur Hilfe zu bitten. Willkommen der Pinipa-Post. Ja, es ist das. Ja, das wird wohl nichts werden. Also ich spiele das hier gerade am Release Day. Es wird jetzt hier nichts mit Hilfe. Also es wird hier. Ja. Warte nun. Hoffnung auf Rettung aufgeben. Das klingt doch super. Lasst alle Hoffnung fahren. Mordef hat das Abenteuer im Dungeon Stahlberg abgebrochen. Leute, wir haben ein Problem. Ein wesentliches Problem bei diesem Let's Play. Ich kann nicht lesen. Das ist hier die Sache. Das ist hier das Problem an diesem Spiel. Und das ist halt ein RPG. Textbasiert. Ja. Mal schauen. Also ich sehe da keine Zukunft drin in diesem Let's Play. Ich werde es trotzdem durchziehen. Morgen, Zwergi. Heute müssen wir uns unbedingt zum Strahlberg und Stigda retten. Ja. Und der jetzt hier nicht neue Aufgaben bringt. Und wahrscheinlich nur die Zeitung. Nach der Post. Mysteriöse Dungeons Hunger. Ist etwas, wenn du hungrig bist, wenn du in einem Dungeon noch herumläufst, leert sich dein Magen. In der Zeit, sobald dein Magen völlig leer ist von dieses KP, bis du schließlich kampfunfähig wirst. Es ist regelmäßig etwas Nahrung, kannst du im Kikleonan kaufen. Wenn du dein Retterteam in einem Dungeon besiegt wirst, verlierst du Items, all das Geld, das du dir bei das Bein. Ah, Sprache, Wörter, lesen. Ich sagte es bereits. Ich kann nicht lesen. Sei also stets auf der Hut, wenn du dich ins Abenteuer stürzt oder zu einem Rettungsauftrag aufbrichst. Und nutze das
kein Garmalager. Wann immer du Items sicher lagern möchtest. Ja, okay. Briefkasten ist leer. Können wir aufbrechen. Versuchen wir es ein weiteres Mal. Illusionshöhle. Aha. Angeblich gibt es einen sonderbaren Dungeon, der nur sehr selten auftaucht. Manche behaupten, es handele sich dabei nur um eine Illusion. Das heißt, man könne dort viele praktische Items erhalten. Ja, gut, schenke ich mir jetzt gerade mal. Auf geht's. Aber liegt da, Höhle. Der Gefühl befindet sich auf E9. Auf Wiedersehen. Okay, alles klar. Auf geht's. Das muss doch schaffbar sein. Das ist jetzt hier erst der dritte Dungeon, den wir bestehen. Müssen wir halt ein paar Pokémon ausweichen. Versuchen nicht so oft in schwierige Kämpfe zu geraten. E6. Da waren wir schon. So weit sind wir schon gekommen. Na komm, lass uns jetzt mal bis zu Ebene 9 kommen. Das kriegen wir doch hin. Das wäre doch gedacht. Na komm. Das kriegen wir gebacken. Nein. Nicht erwischen lassen. Oh. E7. Schon bald da. Oh Mann, da hat jemand Hunger. E8. Gleich da. Wir haben keinen Äpfel parat, aber... Faye ist ganz schwindelig vor Hunger. Ja, halte durch. Vielleicht wird es kritisch mit der KP und so. Verfehlt, was? Nein, das darf doch nicht passieren. Ah, shit. Haust ab. KP-Knappheit. Zweigi, na komm. Das hat ja viel gebracht. Oh doch, es hat was gebracht. Hat viel geheilt. Na komm. Die werden hier von Ebene zu Ebene immer schwerer, die Gegner. Ja, hier ist die Leiter. Kleinstein. Ja, der ist nicht über der Kleinstein. Drachenwut. So, Ebene 9. Hervorragend. Haben wir es geschafft. Naja, noch nicht ganz, aber... Sieh mal, Zweige, da drüben ist Dick da. Hey, alles in Ordnung. Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst. Panzer hier unten. Hey, ihr da. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um dich da zu retten. Lass ihn sofort frei, Panzer hier unten. Wie wird das wagen? Es ist doch alles seine Schuld. Seit Tagen krieg ich hier kein Auge zu, weil ihr ständig die Erde rumort. Und das alles nur wäre Bauken wie er, wie wahnsinnig unter der Erde rumbuddeln. Aber das stimmt doch gar nicht. Zugegeben, in letzter Zeit gab es schon einige Erdbeben. Doch ich bezweifle stark, dass Dick da und seine Familie dafür verantwortlich sind. Seid still. Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es hat keinen Zweck. Panzer Eron ist viel zu wütend, um sich mit sich reden zu lassen. Wir müssen wohl kämpfen. Oh. Da ist dazwischen das Kampf, wie es aussieht. Gut. Versuchen mal nicht sofort besiegt zu werden. Metallklaue. Na komm. Ich sehe jetzt keinen Energiebalken für den Kollegen. Wie kann ich sehen, wann ich ihn besiegt habe? Verfehlt, oh Mann. Ich habe doch bestimmt eine Sindelbeere dabei. Ah, haben wir besiegt. Tja, wollte schon gerade heilen gehen. Da habe ich wohl den Kürzeren gezogen. Ich ziehe mich lieber erstmal zurück.
Oh, da flattert er davon. Ziemlich angeschlagen. Hey, wir haben Panzer-Eron verjagt. Du wirst jetzt in Sicherheit. Du bist jetzt in Sicherheit. Jetzt komm hier rüber. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Wir kommen dich holen. Rühr dich nicht vom Fleck. Oh je. Yeah. Das ist aber tief. Da geht's aber ganz schön weit runter. Zwergi, was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Bieb, bieb. Hey, ihr seid doch die Magnetilo von neulich. Die kommen zur Hilfe. Wir haben hiervon erfahren. Pfst. Wir retten dich da aus der Luft. Bieb. Halt dich an uns fest. Bieb, pfst, bieb. Keine Angst, wir verpassen dir schon keinen Stromschlag. Pst. Zwing hat alle Aufträge im Dungeon Stahlberg erfolgreich abgeschlossen. Oh, ich hatte ja solche Angst. Ich war schließlich nicht noch nie so hoch oben. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie in der Luft laufen. Füße? Er hat Füße? Hauptsache, du bist wieder in Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra! Hip, hip, hurra! Hä? Wer hat das gesagt? Ups, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Ich bin's, Dictry. Oh, Papa! Dictry, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Geht's dir gut? Ja, keine Sorgen. Ich hatte zwar echt Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung. Und das habe ich nur Zwergi und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles. Ihr seid wahre Helden. Oh, wenn du jemanden danken möchtest, dann doch bitte den Magnetino hier. Allein hätten wir das nämlich nie im Leben geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Aber nein, nicht doch, Beb. Das war doch ihre Sache. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreiergespann. Da muss man doch zusammenhalten. Wir Pokémon sind doch letztlich alle eine große Familie. Ich bin beeindruckt. Nochmal vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt los. Zwergi. Modif. Vielen Dank. Lebt wohl. Du hast das Item Top Äther erhalten. Heilsamen. 800 Pokédollar. Ich kann nicht lesen, sagte ich das schon mal. Wir gehen dann auch mal. Piep. Warte mal. Was gibt's denn? Hört mal, habt ihr nicht Lust, unserem Team beizutreten? Eurem Team beitreten? Psst. Ja, immerhin hatten wir uns den letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden eure Hilfe bestimmt auch in Zukunft gut gebrauchen können. Hey, Zwergi, du bist doch auch der Meinung, oder? Ja, wir brauchen eure Hilfe. Zurück zu euch. Wie sieht's aus? Wollt ihr unserem Retterteam beitreten? Retterteam beitreten? Das klingt nach Spaß. Bip, bip, hurra! Aber wenn ihr uns zu einem Retterteam benötigt, müssen wir uns in der Nähe aufhalten, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es hier irgendwo einen passenden Ort, wo wir uns niederlassen können? Naja. Oh, also nicht. Schade. Dann können wir eurem Retterteam leider nicht beitreten. Bis dann. Das ist traurig. Das ist wirklich schade. Aber ja, sie haben recht. Unsere Mitstreiter müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie uns sonst unter die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einen Dungeon müssen? Wir müssen Orte finden, an denen Pokémon leben können. Wenn wir wollen, dass sie unserem Team beitreten. Mir fällt da was ein. Lass uns morgen zum Pokémon-Platz gehen. Da gibt es einen interessanten Laden, der sich Knuddeluff Camp Kiosk nennt. Letztes Mal, als wir dort waren, hat er geschlossen.
Aber vielleicht hat er ja morgen geöffnet. Er befindet sich direkt neben der Snomedikatsbank. Knuddelluft betreibt ihn. Dort erhält er mir bestimmt wertvolle Informationen. So machen wir es. Morgen steuern wir das erste Bürgerplatz an. Nacht. Schon wieder ein Traum. Punkt, 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 Punkt. Schon wieder dieser Traum. Welches Pokémon könnte das sein? Diesmal höre ich es etwas deutlicher. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte, bitte erzähl mir mehr. Oh nein, es ist verschwunden.